So, bevor wir darüber sprechen, wie man gut Daten darstellt, will ich Sie warnen, dass es auch viele Möglichkeiten gibt, Daten irreführend darzustellen. Und das trägt dazu bei, dass die Statistik oftmals einen schlechten Ruf hat und Leute so sagen, naja, mit Statistik kann man irgendwie alles beweisen, wenn man die Daten nur entsprechend massiert. Ja, und es gibt so ein geflügeltes Wort, bei dem man nicht weiß, wer es zuerst ausgesprochen hat. Es wird jedenfalls auch zitiert von Mark Twain. Er sagt, there are three kinds of lies: lies, damn lies and statistics. Also mit anderen Worten, mit Statistik kann man irgendwie alles beweisen. Und ich will Ihnen mal ein paar Beispiele zeigen, ein paar warnende Beispiele, wie man also mit Daten unseriös umgehen kann. Stellen Sie sich Folgendes vor: Es werden also ein Zahnpastahersteller lädt Zahnärzte ein, bildet fünf Gruppen, jeweils drei Zahnärzte. Und es gibt eine Gruppe, eine von den fünf Gruppen, in denen wiederum zwei von drei Zahnärzten die Zahnpasta empfehlen. Und dann heißt es in der Werbung, zwei von drei befragten Zahnärzten empfahlen Zahnpasta X. Und jetzt haben Sie eine Minute Zeit, um mal darüber nachzudenken. Ich starte gleich ein weiteres Quiz bei Tweetback und dann schreiben Sie mir noch bitte mal, das ist also eine offene Frage, da können Sie in das Textfeld schreiben. Schreiben Sie doch mal rein, vielleicht in ein paar Stichworten oder kurzen Sätzen, warum Sie diese Aussage irreführend finden. So, und da sehe ich jetzt hier verschiedene Antworten. Also die Antwort, dass die anderen Gruppen nicht betrachtet werden. Genau, es könnten, also ich überspringe jetzt mal, es könnten natürlich, sind ja insgesamt 15 Zahnärzte und es könnten sein, dass von den 15 wirklich nur zwei die Zahnpasta empfehlen und die sind jetzt zufällig in einer Gruppe. Das heißt, zufällig bilden die in einer von den fünf Gruppen die Mehrheit und die Firma pickt sich einfach dieses passende Ergebnis heraus. Und in der Tat werden da wohl Informationen zurückgehalten, um das eigene Produkt zu pushen. Und ja, und es fehlen natürlich Informationen darüber, wie in den anderen Gruppen die Empfehlung ausfiel oder nicht ausfiel. Also es sind sehr gute und richtige Gedanken dabei. Das ist offensichtlich eine ziemlich irreführende Aussage. Nächstes Beispiel. Sie haben ein Mehrfamilienhaus, da wohnen vier Familien mit unterschiedlichen Monatseinkommen und dann zusätzlich im Penthouse wohnt ein Investmentbanker mit einem Supereinkommen. Und daraus wird die Aussage abgeleitet, die typische Familie in diesem Haus hat ein Monatseinkommen von 8.000 Euro. Was finden Sie das irreführend und wenn ja, warum? Auch hier starte ich jetzt das Quiz und Sie haben wieder eine Minute Zeit für Ihre Antworten. Schaue ich auch hier mal mit Ihnen zusammen auf Ihre Antworten. Also was offensichtlich gemacht wurde, ist, es wurde von diesen fünf unterschiedlichen Monatseinkommen einfach der Mittelwert gebildet und das gibt 8.000 Euro. Und dann wurde das als typisch bezeichnet. Was natürlich in dieser Aussage völlig fehlt, ist, wie die Verteilung der Einkommen aussieht.
Und es ist völlig richtig, also dieser Durchschnitt, der wird durch den Investmentbanker stark nach oben gehoben. Und das ist so ein bisschen wie, das ist vielleicht ein bisschen lächerliches Beispiel, aber ich esse nichts und Sie essen ein Riesensteak und im Mittel bekommt ihr ein halbes Steak und sollte eigentlich satt sein. Das wird verfälscht durch diesen Ausreißer. Ne? Der Investmentbanker ist einfach so weit weg im Einkommen von allen anderen, dass er den Mittelwert verfälscht. Ich springe mal so ein bisschen. Hier ist schon eine sehr gute Aussage, dass der Median viel aussagekräftiger wäre. Zu dem Thema Median kommen wir noch heute. Das ist eine sehr gute Aussage und der Durchschnitt ist in der Tat, kann da sehr irreführend sein. Ich gucke mal weiter. Ja, ich glaube, das schlägt alles so ein bisschen in die gleiche Kerbe, ne? Dass einfach dieser Ausreißer den Durchschnitt verfälscht. Ja, sehr gut. Also viele gute Antworten. In der Tat macht das dann und insbesondere auch dieser Begriff typisch. Ja, man hätte ja auch sagen können, der Mittelwert beträgt 8.000 Euro, dann wäre das eine neutralere Aussage und mathematisch korrekte Aussage gewesen. Aber indem man sagt, die typische Familie, bekommt es dann nochmal so einen falschen Zungenschlag. Letztes Beispiel. Störche leben vorwiegend auf dem Land und weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber in vielen Gegenden ist es so, dass auf dem Land die Geburtenrate höher ist als in der Stadt. Daraus abgeleitet die Aussage, mehr Störche bringen auch mehr Kinder. Was halten Sie davon? Also letzte Frage und Sie bekommen wieder eine Minute Zeit. Also hier werden Tatsachen miteinander in Verbindung gebracht, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, in dem Sinne, dass es da keinen kausalen Zusammenhang gibt. Das hat auch, hier habe ich gesehen, einige ganz klar geschrieben, Korrelation ist nicht das gleiche wie Kausalität. Also es gibt durchaus viele Fälle, in denen Erscheinungen miteinander korrelieren, aber das bedeutet nicht, dass sie auch kausal miteinander verknüpft sind. Ein anderes Beispiel, das tatsächlich so der Fall ist und auch oftmals genannt wird, ist, dass Raucher ein höheres Risiko haben für Leberschäden. Das würde man zunächst mal nicht denken, weil ja Rauchen auf die Lunge geht und man Leber eher mit Alkohol assoziiert. Aber der Zusammenhang liegt darin begründet, dass Leute, die rauchen, eher zu Suchtverhalten neigen, damit auch gleichzeitig zu Alkohol neigen und der wiederum schädigt die Leber. Es gibt also einen indirekten Zusammenhang, aber keinen direkten kausalen Zusammenhang zwischen Rauchen und Leber. Und hier ist es ähnlich. Es gibt sozusagen eine Variable im Hintergrund, nämlich dass das Landleben, das ländliche Leben, es gibt einen Zusammenhang zwischen Land oder ländlicher Gegend und Störchen und ländlicher Gegend und Geburtenrate. Also sozusagen eine dritte Variable, die da im Spiel ist und die dann eine Korrelation erzeugt, die aber nicht eine direkte Kausalität beschreibt. Also das haben Sie auch hier sehr gut beantwortet. Und auch Ihre Antworten gehen da alle in die richtige Richtung. Also jetzt anhand dieser Beispiele haben wir gesehen, es gibt viele Möglichkeiten, mit Daten unseriös umzugehen. Und
Das betrifft nicht nur solche Textaussagen, sondern das betrifft auch Grafiken. Ich habe hier noch ein weiteres Beispiel für Sie. Da werden gezeigt Steuern, also das ist aus einem amerikanischen Buch. Das ist also für einen Schulbezirk die Schulsteuern für zwei verschiedene Jahre, 2000 und 2004. Und das wird so ein bisschen reißerisch dargestellt mit diesen zwei unterschiedlichen Dollarzeichen. Finden Sie diese Darstellung, diese grafische Darstellung irreführend? Und wenn ja, warum? Auch hierzu hätte ich gerne Ihre Meinung und Sie haben auch wieder eine Minute Zeit. So, vielen Dank. Auch ich hier veröffentliche ich wieder das Ergebnis für Sie alle und schaue mir mal Ihre Antworten an. Also einige sagen, man kann es nicht so genau ablesen. Okay, das liegt vielleicht ein bisschen auch an der mangelhaften Qualität der Kopie. Die Jahre dazwischen fehlen. Ja. Stimmt, da könnte man sicherlich den Trend auch ein bisschen genauer noch verstehen, wenn man die Jahre dazwischen hätte. Macht jetzt aber nicht zwingend die Darstellung unseriös, wenn man jetzt nur die 2 Jahre vergleichen will. Aufgrund des verwendeten Symbols, ja, das Dollar-Symbol ist natürlich jetzt schon so ein bisschen ein Gimmick, das eher ablenkt, als dass es hilft. Die nächste Antwort finde ich sehr gut, sehr interessant. Hier wurden nämlich, das Dollar-Symbol wurde in zwei Richtungen vergrößert. Es wurde nicht nur höher, sondern es wurde auch breiter, es wurde auch dicker. Das heißt, die Fläche, die von dem Dollar-Symbol abgedeckt wurde, die hat sich vervierfacht. Ja, es wurde nach oben hin doppelt. Hat die Höhe verdoppelt und die Breite hat sich auch verdoppelt. Und das gibt den falschen optischen Eindruck, ja, wenn man so intuitiv auf die Fläche schaut, als hätte sich das vervierfacht. In Wirklichkeit hat sich das aber nur verdoppelt. Und ich schaue nochmal auf die weiteren. Ja, das sind auch wichtige Aspekte, ne? Also auch da kann man sich natürlich fragen, warum haben sich die Steuern erhöht? Da kann es natürlich auch sehr viele gute Gründe und Einflussfaktoren geben. Und hier wird einfach nur so plakativ dargestellt, ah, wir müssen immer mehr Steuern zahlen, aber vielleicht gibt es ja gute Gründe dafür. Das ist alles außerhalb dieser Darstellung. Aber das, worauf ich am ehesten hinaus wollte, ist in der Tat diese irreführende Verwendung des Symbols und die Skalierung in zwei Richtungen, die diesen falschen optischen Eindruck ergibt. Sehr gut. Jetzt haben wir noch ein letztes Beispiel und dann gehen wir mal dazu über, wie man es besser macht. Hier haben Sie drei unterschiedliche grafische Darstellungen, die alle die gleichen Daten darstellen. Ja, Sie sehen, die unterscheiden sich nur in den Skalen auf den X- und Y-Achsen. Und ich würde gerne mal von Ihnen wissen, welche von diesen drei Darstellungen Sie denn am seriösesten finden. Auch hier, also es soll einen Zusammenhang zeigen hier zwischen Arbeitslosenquote auf der X-Achse und Kriminalitätsrate auf der Y-Achse. Und die Frage ist, also das letzte Frage zu diesem Thema, welche von den drei Darstellungen finden Sie am seriösesten und warum? Es kommen alle Grafiken vor, soweit ich sehe. Also hier die dritte Grafik, also die C, hier die B, hier die C, da wieder die B,
Das ist wieder die C, die B, die A, C, A und C. Also es kommen alle mal vor. Da haben wir jetzt kein einheitliches Meinungsbild. Schauen wir uns das vielleicht mal zusammen an und lassen wir uns erstmal verstehen, worin sich die drei denn genau unterscheiden. Also bei der ersten Grafik ist es so, die X-Achse beginnt bei 0 und die Y-Achse beginnt nicht bei 0. Die Y-Achse beginnt bei 2000. Der Effekt dieser Darstellung ist, dass die Kurve von allen drei am steilsten wirkt. Das heißt, diese Grafik vermittelt den Eindruck, dass es einen besonders starken Zusammenhang gibt zwischen Arbeitslosenquote und Kriminalitätsrate. Bei der zweiten Grafik ist es gerade umgekehrt. Die Y-Achse beginnt bei 0 und die X-Achse beginnt nicht bei 0. Und die Kurve, die gerade, die dadurch entsteht, ist die flacheste von allen. Und diese Grafik vermittelt den Eindruck, dass der Zusammenhang zwischen Arbeitslosenquote und Kriminalitätsrate ziemlich schwach ist. Und die dritte Darstellung, bei der dritten Darstellung beginnt weder die eine Achse noch die andere Achse bei 0, sondern beide beginnen irgendwo, also bei 7 beziehungsweise bei 2000. Und die Steigung der Geraden liegt irgendwo in der Mitte. Jetzt können Sie sich schon mal vorstellen, wenn jemand jetzt die Absicht hat, mit den Daten zu Politik zu betreiben beispielsweise und einen bestimmten Eindruck zu erwecken, dann ist jemand, der meint, es gibt also einen ganz starken Zusammenhang zwischen Arbeitslosenquote und Kriminalität, der wird wahrscheinlich die erste Grafik wählen. Jemand, der die politische Botschaft hat, ach, der Zusammenhang ist doch eigentlich nur ganz schwach, wird wahrscheinlich die zweite Grafik nehmen. Am seriösesten erscheint noch vor diesem Hintergrund die dritte Grafik, weil sie, das können Sie sich auch in Ruhe mal überlegen, wenn man jetzt sozusagen beide Skalen bei 0 beginnen ließe. Dieser Fall ist jetzt nicht abgebildet. Das könnte man noch so eine vierte Grafik erstellen, wo beide Skalen bei 0 beginnen und könnte sich überlegen, was hätte man denn da für eine Steigung? Und es stellt sich heraus, die wäre ziemlich ähnlich wie bei der C. Und deswegen erscheint mir die dritte Grafik am ehrlichsten. Und bei den beiden anderen hat man einen anderen Eindruck erweckt dadurch, dass man die jeweils bevorzugte Skala halt bei 0 hat beginnen lassen und die andere nicht. Also da müssen Sie immer gut aufpassen, gerade wenn Sie solche Grafiken anschauen. Schauen Sie sich mal genau die Skalen an und schauen Sie sich an, was passiert, wenn Sie andere Skalen wählen.